Schön, dass ihr wieder den Weg zu mir gefunden habt, zu dieser neuen Ausgabe von Let's Play World of Tanks und hier ein Replay vom Waffenträger auf Panzer 4, auch schon lange nicht mehr gesehen, denn ich glaube, so das letzte Mal habe ich ihn selber noch gespielt, eingeschickt von Ansi80 und KD Bergpass im Standardgefecht. Die Teams, würde ich sagen, sind ausgeglichen, so im Großen und Ganzen. Von dem her sind wir sehr gespannt, wie es hier so läuft. Also das Team selber oder die Teams werden wohl sich sehr stark egalisieren. Und gerade natürlich Waffenträger mit null Panzerung muss man ein bisschen defensiv spielen. Das wäre zumindest sehr ratsam. Hat auch hier das Fernglas und natürlich das Tarnnetz dabei. Fahrt jetzt erstmal auf den Hügel. Das ist mittlerweile auch so ein gern genommener Platz, den man hier als Teddy einnimmt. Jetzt sind wir mal sehr gespannt, ob er da vielleicht gleich den ersten oder zweiten Hit landen kann auf der Brücke. Also ich finde den Spot da oben eigentlich ganz schön, gerade für die Brücke. So. Aber es gibt leider nirgendwo einen Gegner auf den er rankommt. Da aber doch ein Objekt. Ah, da trifft er leider gar nicht. Aber jetzt kriegt er den ersten Hit. Vielleicht hat er sich nicht bewegt. Nochmal ein Blindshot dahin. Wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit. Und er probiert es auch. Geht er leider nicht nochmal auf. Und zu viele Blindshots sollte man dann doch nicht setzen. Gerade er hat noch Premium geladen. Objekt schreibt schon LOL? Fragezeichen. Oh, da hat er doch ein... Ja. Oh, den zündet er auch gleich an. Ja, sehr schön. Und er löscht nicht. Das ist Damage, der da reinkommt. Heidewitzka, da sieht man schon oben am Damage-Counter, wie er hochrappelt. So soll es sein. So, mehr geht leider gerade nicht auf, aber bisher ist er, erweist sich der Spot schon immer als sehr, sehr gut. Und der Chat tauscht Nettigkeiten aus. Auch das kennt man mehr oder minder. Na, wo sind sie denn jetzt? Vielleicht nochmal ein Verzweiflungs-Blindshot, man weiß es nicht. 0 zu 2 auf jeden Fall für den Gegner. Stellt er sich ein bisschen um, vielleicht hofft er jetzt mehr auf die Mitte. Oh, 0 zu 5 mittlerweile schon. Jetzt wird es aber wirklich bitter langsam. Und 0 zu 6. Oh Gott, das wird immer schlimmer. IS-3 ist auch gleich weg. Also ich weiß nicht, wie er das noch gewinnen will. Scheiße, 07. Ja. So, jetzt drücken sie langsam. Na, hat er getroffen?
So, der Jagdpanther, da macht er den ersten Kill fürs Team. Hoffentlich kommen da jetzt noch mehr, auf die er dann so einzeln peu à peu nachziehen kann. Der kommt da leider nicht drauf. Der ist genau hinterm Berg. Aber der T32. Ah, die kommen jetzt alle fast peu à peu nacheinander rumgefahren. Aber sind ein bisschen zu voll leider noch. Ah, da kommt er nicht durch. Und das auch noch mit Premium. 2 zu 9. Also er kann hier wirklich toll wirken. Also er geht nicht auf. Das ist natürlich schon mal ein ganz klarer Vorteil. Aber er muss jetzt mal ein, zwei Kanonen rausnehmen. Das wäre sehr wichtig. Da ist der erste weg. So, jetzt wäre der T54 oder der T34. Alles so Gegner, die jetzt mit einem Schuss rausgenommen werden können. Aber sichere Schüsse, schön. Nimmt er den nächsten raus. Jetzt den T34 vielleicht. ES3 bekommt er auch. Jetzt hat er nur noch Normalschüsse, aber sollten eigentlich auch vollkommen langen. So, zack. Und er kann hier wirklich einen Schuss nach dem anderen. Aber jetzt ist er offen. Jetzt muss er aufpassen. Da kommen auch sofort zwei Schüsse direkt nacheinander. Und mit Auto-Aim will er es jetzt. Nimmt den auch mit Auto-Aim raus. Krasse Nummer. Wieder offen, muss er da wieder aufpassen. Aber da, Gott sei Dank, sind nicht mehr so viele Gegner. Jetzt muss er fast zur Richtung IS gucken. Die Gegnerschüsse trudeln hier peu à peu ein. Der Waffenträger ist jetzt offen. Mit Auto-Aim wieder. Und trifft auch den wieder. Ist wieder offen, aber plötzlich, also aus dem Nichts heraus, steht es wieder 8-9. Bekommt hier jetzt einen vom T34. So, der VK macht vielleicht da wieder noch ein bisschen was auf. Nee, leider doch nicht. Da, jetzt ist der Waffenträger zumindest wieder da. Nee, da ist der Berg. So, ja, aber jetzt hat er den T34 weg. Und plötzlich steht es 11 zu 10 fürs eigene Team. Also aktuell 6000 Schaden, 5 Kills. Da sieht man einfach, was, dass man auch teilweise wirklich Situationen noch drin kann, die man so vielleicht gar nicht erwartet überhaupt nochmal. Waffenträger nimmt jetzt den VK raus. Damit steht es 11-11. Er hat aber noch wirklich gut HP. Hier kann er jetzt nur noch mit dem Gegner des Waffenträgers rechnen. ES3 ist nicht mehr gespottet. Der T30 steht noch in der Basis. Der Prototyp steht auch noch offen. Also jetzt ist ganz klar, wo sind die Gegner, wo muss er wen finden. Die ES3 ist auch zurückgekehrt. Also das heißt, jetzt hat er nur noch den Waffenträger hier auf seiner Seite. Und den kann er auf jeden Fall rausnehmen. Er hat nämlich deutlich mehr HP. Für den Waffenträger braucht er 2 Schuss. Der Waffenträger braucht für ihn 2 Schuss. Oder ja, 2 Schuss in jedem Fall. Egal, ob er die große oder kleine Kanone drauf hat. So, jetzt ist die Frage, wo ist er? Hat er sich da hinter dem Stein versteckt? Ne, da ist er nicht mehr. Der T30 hat jetzt den Centurion. Damit steht es wieder 12 zu 12. Da taucht der Waffenträger plötzlich auf und es steht wieder 12 zu 13.
Jetzt hoffentlich kommt er gleich so hin, dass er dementsprechend den aufs Korn nehmen kann. Aufgehen tut er nicht, Gun Depression hat er keine, er muss bis ganz nach vorne fahren. Aber ne, er kriegt nichts rein, er hat keinen Gegner, kein Ziel. Das Objekt vorne auf eigenem Terrain sozusagen. Ah, sehr schön, das sind alles One-Shots. Waffenträger nach wie vor. Jetzt ist er auch ganz alleine. Also er kann es auf jeden Fall reißen, aber es wird jetzt echt schwierig. Da ist der... Oh. T30. Leider sofort auch einen Treffer gemacht hat. Jetzt ist die Frage einfach, wo ist dieser Waffenträger hin? So, der IS-3 guckt hier immer rüber. Sein Krieger hat er auf jeden Fall schon mal. Aber natürlich wäre jetzt ein Sieg definitiv noch sehr schön. Fahrt er jetzt in Cap oder was hat er vor? Scheinbar. Waffenträger immer noch nicht offen. Also der wird mich jetzt mal wirklich langsam interessieren, wo der denn ist. IS-3 ist jetzt eigentlich in einer guten Position. An seiner Stelle würde ich mich jetzt irgendwo... Ne, so nicht. Hätte ich mich jetzt irgendwo droppen lassen und eben nicht so von oben nach unten geschossen. Jetzt kommt es zum Showdown Waffenträger gegen Waffenträger. Er ist jetzt hier ganz klar am Drücker. Der Waffenträger muss wieder zurückkommen. Er hält immer sozusagen den Panzer. Oh, er prallt ab. Der Gegner Waffenträger prallt ab. Ja, jetzt ist... Wenn er nicht die große drauf hat und selbst dann schießt er nicht so schnell, dann... Ja. Alter Schwede. Ein bisschen glücklich der Ausgang, aber mit 47 überlebt. Ordentlicher Schaden gemacht. 8 Kills und das Game definitiv zugunsten seines Teams bewegt. Also von dem her, sehr schönes Match. Hat mir sehr gut gefallen. Ich hoffe euch auch, weil gerade zum Ende wurde es dann doch sehr spannend. Wenn ja, lasst mir doch ein Abo und ein Like da. Ich freue mich wie immer sehr. Bis bald, euer Alcaramba.